Der Satz heißt, every fool can play tragedy, but comedy, sir, is a damn serious business. Sehr gut. Alle zusammen, alle im Dienst. Sehr gut. Meine Damen, meine Herren, ich habe hier eine Liste mit Falschparkern, die ich in den letzten Tagen protokolliert habe. Und ich möchte Sie bitten, dahingehend tätig zu werden. Ja, dafür ist bei uns die Frau Hansen zuständig. Tanze für dich. Wie soll ich? Da kann sich mal profilieren. Diese Liste ist ein weiterer Beweis der fortlaufenden Zersetzung der inneren Ordnung dieses Landes durch bestimmte Kreise. Wie bitte? Was haben wir denn da? Aha, Falschparker. Ja, ich weiß, für Sie ist das nur eine Ordnungswidrigkeit. Aber ich sage, genau da fängt er nämlich an, der Schlendrian. Genau da geht sie los, die Anarchie. Moment, das ist mein Kennzeichen. Was macht mein Kennzeichen da drauf? Wir standen vor Feinkostziegle. Im absoluten Halteverbot. So, Bling, jetzt will ich dir mal was sagen. Du schnappst dir jetzt deine Jungs und euren Ghetto-Blaster und dann macht ihr euch hier vom Acker. Wenn du das nicht machst, dann muss ich das Teil leider beschlagnahmen wegen Ruhestörung. Hast du das verstanden? Das ist nicht cool, Mann. Du, das ist vielleicht nicht cool, aber ich bin hier der Sheriff. Und wenn ich sage, ihr macht euch vom Acker, dann macht ihr euch vom Acker. Ich sollte mal im Steinbruch arbeiten, damit ich mal wissen, wie das ist. Strafrosenkötter, bitte. Ich sag dir mal was. Früher hätte man sowas standrechtlich erschossen. Standrechtlich. Ja, aber die Zeiten, die kommen nicht wieder. Oh, sagen Sie es nicht, Herr Tom Vorder, sagen Sie es nicht. Aber ich befürchte, ich erlebe das nicht mehr. Da waren wir früher aber aus anderem Holz geschnitzt. Herr Rosenkötter, ich würde Ihnen wirklich gern helfen. Ich weiß nur nicht, wie. Was geht eigentlich in Ihrem Kopf vor? Ach. Interessiert doch niemand. Interessiert sich ja keiner mehr für irgendwas. Ist man alt, ist man abgeschrieben. Was man alles erlebt hat, was man alles mitgemacht hat, will keiner mehr wissen. Als ob er nie da gewesen ist. Hallo Papa, wie geht's? Hier kracht's mal im Gebälk, aber die Substanz noch tipptopp. Toi, toi, toi. Und du? Soweit ganz gut. Hab einen neuen Auftrag. Wirklich? Deine Stimme klingt so hohl. Was heißt hier hohl? Die halt so komisch. Ich liege in der Wanne. In der Badewanne? Um diese Zeit? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wer hält denn immer Vorträge über Selbstdisziplin? Ich muss mir noch keine Sorgen machen. Da stimmt doch was nicht. Entweder man hat einen neuen Auftrag, dann arbeitet man daran und liegt nicht um 11 in der Badewanne. Oder man hat gar keinen. Und tut man so. Ja, kannst nachgucken, Papa, der Computer ist noch an. Schreibst du neuerdings nachts? Mal so, wieso? Ja, ich denke, man hat ja mitunter so dies und das zu erledigen. Ne? Tagsüber. Besorgungen. Erledigungen. Geschäfte. Spezielle Gänge. Spezielle Gänge? Was meinst du denn damit? Und selbst wenn ich diese tätigen würde, behielt ich sie für mich. Sonst wären sie nicht mehr speziell. Was für eine Geschichte ist es denn? Dein neuer Auftrag, meine ich. Der doppelte Otto. Bäuerliches Lustspiel. Lustspiel, ja, bäuerlich, nein. Mit Otto Venil und Otto Marborn in den Hauptrollen. Venil? Der lebt noch. Papa, du guckst du kein Fernsehen. Venil ist öfter im Sender als der Adolf. Hier. Spätestens nach dem Heute-Sonal bin ich im Alkohol. Der frühe Vogel fängt den Wurm, weißt du doch. Ich mach den Kasten nur noch an, wenn was von dir läuft. Kotze um Mitternacht. Haben Sie übrigens neulich wiederholt? Ich weiß, zu einer Uhrzeit, die man partout wörtlich nehmen musste. Nun schimpf nicht. Sie ist positiv. Du hast Arbeit. Und wer kann das in der heutigen Zeit schon von sich behaupten? Immer diese Guck dich ruhig um, John, damit du siehst, wofür du dein Geld ausgibst. Nicht nötig. Ich weiß, dass die Boote gut in Schuss sind. Kommen wir zur Sache. Also bevor ich eine Zahl nenne, wenn ich das richtig sehe, erwirbst du mit Jansbach Kassen das Monopol hier. Worauf willst du hinaus, Lydia? Ja, dass ich bei der Zahl, die ich gleich nenne,
bisschen deine zukünftigen Einnahmen berücksichtigt habe. Canossa. Was heißt Canossa? Solche Empfindungen können wir uns in dieser Situation bedauerlicherweise nicht leisten. Oder haben Sie etwa einen besseren Vorschlag, wie ich dem Personalrat mit einem Schlag den Wind aus den Segeln nehmen kann? Schließlich haben die es gestern wieder bei mir auf den Busch geklopft. Wegen Frauenquote. Und so. Und dass diese Frau Meier was drauf hat, kann ja wirklich keiner bestreiten. Wissen Sie was, meine Herren? Wir machen gleich Nägel mit Köpfen.